Hoi und herzlich willkommen zurück bei Yoraiko und die Reise ins All von Wheeltwall. Es ist der zweite Part nach einem langen, holprigen Einstieg mit einigen komischen Schnitten und technischen Fehlern. Ich werde nochmal einiges sagen, bevor es weitergeht. Wenn ihr einfach weiter das Gameplay sehen möchtet und direkt losfeuern, dann guckt jetzt bitte in die Videobeschreibung zu den Timecodes, da verlinke ich dann und dann geht's direkt los. Ja, nachdem ich die erste Folge aufgenommen und selbst nochmal reflektiert und Revue passieren habe lassen und sie auch natürlich einigen Freunden gezeigt habe, kam das erste wichtige Feedback, kamen die ersten Erkenntnisse, die man als Amateur nun mal so hat. So ist es zum Beispiel, dass die erste Folge mit ihrem Überlänge-Part von einer Stunde in Ordnung ist, aber die weiteren Parts von Die Reisen ins All und wahrscheinlich auch allen anderen Let's Plays auf diesem Kanal werden sich so in der Spanne von etwa 30 Minuten einfinden. Mehr ist meiner Meinung nach und der Meinung einiger Freunde, die ich befragt habe, einfach nicht zumutbar auf Dauer. Das muss ja auch nicht sein. So, dann werde ich möglichst alle Textboxen vorlesen. Ich habe da ja in der ersten Folge noch ziemlich geschwankt. Bei Maker-Spielen ist es aber, gerade da sie so textbasiert sind, der Standard, dass man alle Texte vorliest. Ja, das ist anstrengender, ja, das dauert länger, dennoch werde ich es erstmal so handhaben. Wenn es Zuschauer gibt, das ist die erste Hürde, und wenn es dann auch noch Zuschauer gibt, die das stört, dann können die mich das gerne wissen lassen in zukünftigen Let's Plays, in diesem Let's Play, das ja lange gehen wird, und dann werde ich das vielleicht nochmal überdenken. Vorerst werde ich versuchen, alle Charaktere möglichst authentisch, aber nicht mit albern verstellter Stimme vorzulesen. Ebenso wie Beschreibungen und ähnliches. Ich werde alles vorlesen. Gut, was gibt es noch zu sagen? Die Bildqualität vom ersten Video ist leider relativ schlecht geraten. Da ist dann irgendwas beim Rendern schiefgegangen. Ich werde da weiter forschen, wie dieser technische Fehler aufgetreten ist. Entschuldige mich hier nochmal für die Videoqualität, die dann oft pixelbreiig wird im ersten Part. Hoffe, dass irgendjemand sich da durchquälen konnte und weiterhin dran bleibt, wenn es dann mal irgendjemanden gibt, der diesen Channel verfolgt. Ich entschuldige mich weiterhin natürlich für die Nervosität und für die Versprecher im ersten Part. Das wird auch sicherlich noch einige Zeit so bleiben, aber das wird ja routinierter mit der Zeit. Gut. Ansonsten wird dieser Channel weiterhin in seinen Anfängen bleiben und wird jetzt langsam das Licht der Welt erblicken. Ich werde mich mit Die Reise ins All einspielen. Ich werde ein, zwei andere Projekte in der Anfangszeit jetzt bald beginnen. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Jegliches Feedback ist sehr, sehr willkommen. Los geht's mit Die Reise ins All. Oder weiter geht's. Wir waren ja gerade mit Magwitz. Ach ja, eine Anekdote noch. Ich habe ja im ersten Part überlegt, ob er eigentlich Magwitz oder Markwitz ausgesprochen wird. Ich habe ihn persönlich immer in Gedanken Magwitz ausgesprochen und jetzt gerade in diesem Moment ist mir ein großer Reveal klar geworden, den ich nie vorher bemerkt habe, der vielleicht offensichtlich sein sollte. Wahrscheinlich spricht man ihn Magwitz aus, weil Magwitz, er mag Witze. Lass das mal einsacken. Genau, wir kamen aus der Kaserne, haben uns das Fabrikgelände angesehen, haben uns die schöne Aussicht angesehen und eine Frau vor dem Selbstmord gerettet und sind jetzt im Stadtpark. Mal sehen, was es hier so gibt. Rede doch nicht mit dem gemeinen Volk. Sehr gütig von Ihnen, Herr Offizier. In der Tat. Parkplätze sind ja mal wieder alle belegt. Ich verstehe nur Postkutschenstation. Du nimmst einen Wassereimer. Denn warum auch nicht? Was ist ein Offizier ohne einen Eimer? Rede doch nicht mit dem gemeinen Volk. Immer noch nicht. Klassistisches Denken. Wurfsteine. Was liest er denn da für ein verschrobenes Kauderwelsch? Verstehe ja kein Wort davon. Das ist Latein. Aha, ja, ja, sehe es selbst, dass er mir bloß keine Flausen im Kopf ansetzt. Was treibt er da, Bursche? Latein. Ich ergötze mich an den Versen des unsterblichen Virgil, wenn's genehm ist.
Guten Tag. Meine da einen unbotmäßigen Tonfall zu hören, erkläre er sich. Was erdreisten Sie sich, mich wie einen Ihrer Lakaien zu titulieren, Sie schnarrende Parodie eines Menschen? Verbiete mir diese Insubordination, frecher Lümmel. Er hat wohl noch nicht gedient, was? Gehen Sie jetzt, mein Herr, oder Sie bekommen es mit meinem Herrn Vater zu tun. Wohl so ein verzogener Fabrikantenzögling. Freue mich schon, ihm demnächst bei der Truppe zu begrüßen. Studenten. Meine Damen und Herren, damals wie heute. Mit dieser Dame sprechen wir gleich zuletzt. Was haben wir hier? Ein Blatt. Skandal! Reinste Anarchie breitet sich auf unseren Wegen aus. Markwitz würde Japan mögen. Zu dieser hübschen Statue können wir leider nicht. Darf ich es wagen, ein paar selbstgedichtete Zeilen vorzutragen, die mir mein Herz eingab, als ich ihre gedachte, verehrteste? Sie sind unziemlich, junger Herr, aber gut, für heute will ich über Ihre forsche Art hinwegsehen. Markwitz erspart sich einen Kommentar. Herrlich! Die wonnegleichen Auen dieser Oase des Friedens und der Ruhe vermögen mich zu erquicken. Dieser Park ist reinste Poesie. Nun, mappingtechnisch ist dieser Park sicherlich in Ordnung, sagen wir es so. Hier haben wir ein Hündchen, das vielleicht oder vielleicht auch nicht irgendwann später relevant wird. Der Wunschbrunnen enthält 5 Taler. Anscheinend... Da hat doch tatsächlich irgendjemand die Münzen aus dem Wunschbrunnen mitgenommen. Anscheinend ist Markwitz doch nicht allzu elitär unterwegs, was Ordnung und Aufrichtigkeit angeht. Aha, Duellpartner entdeckt. Ja, das ist der Partner, den wir für den Offizier duellieren sollen. Werde zum Klingentanz bitten. Verzeihen Sie, mein Herr, aber ich erwarte jemanden zu einer dringenden Angelegenheit. Verstehe schon. Bin als Sekundant benannt, um Kamerad Hackenblitz zu vertreten. Dieser Schuft kommt nicht einmal selbst. Na, befleißige er sich eines gebührlichen Tons, wenn er über einen kaiserlichen Offizier redet. Sie gleichen sich ohnehin alle wie ein Ei dem anderen. Das stimmt wohl für die Blitzens. Dann verlange ich eben von Ihnen die Genugtuung für die unerhörte Ehrverletzung. Ich fordere Sie. Habe gehört, Säbelduell sei abgemacht. Prächtig. Wo soll die Angelegenheit geregelt werden? Folgen Sie mir. Die Ehre meiner Schwester muss wiederhergestellt werden. Sind Sie bereit? Möchte ihn warnen, führe eine treffliche Klinge. Mit niegelnagelneuem Griff. Für meine Schwester. Duellant erscheint. Ich werde Ihnen nun eine Lektion erteilen. Pah! Werde ihn erstmal mal mit dem Säbel kitzeln. Das Standardkampfsystem und der erste Kampf im Spiel. Das Standardkampfsystem ist in Die Reise ins All sehr gut umgesetzt, sehr spaßig. Hier kommt selten Langeweile auf. Einschätzen. Wirft Kennerblick auf den nächststehenden Gegner. Das machen wir bei jedem Gegner, damit wir das Gegnerlexikon im Spiel vervollständigen können. Landet hier nun wieder ein Glückstreffer. Kälte und Erde, dritte. Okay. Attacke! Autokampf? Ich muss schon sagen, sie kämpfen einen äußerst sauberen Stil. 2 Standardattacken. Mein Respekt. Pflege täglich zu üben. En garde. Oder auch en garde, wie der Franzose sagt. Das war's. Sieg. 19 Erfahrungspunkte, 40 Taler. Von Markwitz Level 2 und den Faustschlag bekommen wir. Oh nein. Welche Schmach. Schwesterherz, verzeih sie mir. Junger Träumer,
Habe ihn leben lassen. Kann auch einen guten Soldaten abgeben. Ein Herz aus Gold. Nicht ganz uneigennützig. Du nimmst einen Zylinder. Den sehen wir leider nicht beim Ausrüsten, aber man kann auch nicht alles haben. Ja, ihr habt wahrscheinlich gerade gemerkt, dass das Kampfsystem sehr laggt. Das ist normalerweise nicht der Fall. Das wird ja irgendwie mit der Aufnahme zusammenhängen. Das ist sehr, sehr ärgerlich und auf Dauer nicht hinnehmbar. Ich werde gucken, dass ich das beheben kann. Hoffe, dass ich das beheben kann. Vielleicht sind da auch noch zu viele Prozesse im Hintergrund, obwohl ich eigentlich alles geschlossen habe. Wir werden sehen, wie sich das weiter abspielen wird, ob ich das hinbekomme. Gut, die Dame hier haben wir noch nicht abgesprochen. An meinem freien Tag gehe ich so gerne in den Park. Ach, ist das schön hier. Ja, doch. Einigermaßen, wie gesagt. Ach, ein schneidiger Offizier. Gestatten, von Marquetz. Sie kommen ja wie gerufen, Herr Offizier. Mein kleines Schoßhündchen ist entlaufen. Nepomuk irrt nun ganz allein durch den großen Park. Mir ist es ja so unendlich peinlich, aber ich benötige die Hilfe eines furchtlosen Retters. Ich wäre so dankbar. Werde den Feind ausfindig machen und zur Strecke bringen, Gnädigste. Aber doch bitte in einem Stück. Sieht von hinten ein wenig roboterhaft aus. Wie ein Cyborg. Nun ja. Wir wissen natürlich, welches Event anzuentern ist. Dieses Event. Hässlicher kleiner Köter. Wird wohl der jungen Dame gehören. Dann komm er mal mit. Der Marquetz trägt das Herz auf der Zunge. Und plötzlich ist aus dem Nichts ein anderer erschienen. Man kennt es. Igitt, was haben Sie denn da für einen hässlichen Hund? Dachte, der gehört Ihnen, Gnädigste. Pfui, so eine Abscheulichkeit auf Ihr Bein lege ich mir nun wirklich nicht zu. Dass Sie mir so etwas zutrauen, also nein. Ach übrigens, Nepomuk ist mir wieder zugelaufen, auch ganz ohne Ihre Hilfe. Guten Tag. Tja, der kleine Nepomuk, der Mops, ein hässlicher kleiner Hund. Okay, der bleibt im Inventar. Wir haben uns das Inventar übrigens noch gar nicht angesehen. Wir speichern erstmal. Danke. Wundsalbe, Schnaps, die könnten wir jetzt trinken, aber das lassen wir mal. It's ein Blitzbrief. Hoffentlich schreibt er besser, als er spricht. Wassereimer, die Monsterfibel, die ich erwähnt habe. Und Wurfsteine für den Kampf. Flippige Musik. Da haben wir unseren analysierten Duellanten. Genau, das hat also natürlich keinen Nutzen, ist aber ein Trophäensystem, wenn man so möchte. Man kann die also sammeln hier. Ja, also man sieht da unten auch seine Siege. Es ist nicht schlimm, wenn man die Gegner verpasst, aber man kann sie natürlich auch mitnehmen. So, Ausrüstung unser Säbel, feche Klingenwaffe, ein schneidig geschnittener Schutzanzug, Zylinder, ein edelglänzender Zylinder. Schön, schön. Fähigkeit. Faustschlag, ein wohlplatzierter Schlag auf einen Gegner. Einschätzen, wirft Kennerblick auf den nächststehenden Gegner. Gut. Wir haben einen Hund, wir haben unsere Ehre verloren. Alles ist so, wie es sein sollte. Gehen wir zu dieser geheimnisvollen Dame. Gestatten, von Marquetz. Ich ziehe es vor, mir meine Gesellschaft selbst auszuwählen. Eleonore. Eleonore. Nennen wir sie Eleonore. Spröde Sendlein, wie? Verstehe, warum Sie diese Ecke des Parks schätzen, Verehrtester. Suchen Sie sich eine andere dumme Gans, die Sie mit Ihrem Kasernenhofton beeindrucken wollen. Damit meine ich natürlich nicht, dass ich eine dumme Gans sei. Ach! Eigenartige Person. In der Tat, das lief nicht ganz so smooth. Aber das Offiziersleben ist ständig am Limit, ist ständig an der Grenze des Zumutbaren. Solche Erlebnisse und Begebenheiten sind bei weitem keine Seltenheit im Leben eines Militärmenschen. Bahnhof,
nehmen wir den als nächstes. Alles blitzblank, bitte ich mir aus. Verstanden, Kerl. Habe die Gedankenblase genau gesehen. Sieh er sich bloß vor. Kann auch ganz anders. Mein Vater verrichtete seinen Dienst noch als Postkutschenhornbläser. Zuweilen wird mir ganz schwindelig, wenn ich den Fortschritt bedenke. Extrablatt, Extrablatt, schon wieder ein Zug überfallen. Passagiere völlig verstört. Aha. Hallo. Hallo. Wartender. In wenigen Jahren wird sich ein umfassendes Eisenbahnnetz um unseren Planeten spannen. Entfernungen haben dann keine Bedeutung mehr. So ist es und so soll es sein. Ein Reisekoffer allerdings spielen Entfernungen leider trotz Flugzeugen, trotz Schnellzügen, trotz Schiffen auch heute noch eine große Rolle. Das hat also nicht so ganz funktioniert. Klar, wir müssen nicht mehr auf Kutschen umherreisen, aber seien wir ehrlich, wenn ich in Deutschland lebe und nach Japan möchte oder nach Amerika möchte oder komm, nach Italien möchte, dann bringe ich besser Zeit und viel Geld mit. So ist es leider. Wenn gerade kein Zug kurz vor der Abfahrt steht, ist der Bahnhof ein beinahe lieblich ruhiger Ort. Nicht in der Realität. Die Türen sind verschlossen, bis der Zug zur nächsten Abfahrt hergerichtet wurde. Hab ich dich. Ein Prachtstück, diese neue Maschine. Damit sah sie sich wie ein geölter Blitz über die Schienen dahin. Ja, Schrittgeräusche auch beachten. Denen wurde in die Reise ins All viel Aufmerksamkeit beigemessen. Schönes Detail, eines von vielen schönen Details in diesem Spiel. Realtroll ist hier wirklich mit Maß zum Werke gegangen. Solche Dampfblasen zum Beispiel auch. Ja, das sind alles so diese Details, die dieses Spiel so liebevoll und wertig machen. Ja, gut, hier sind wir fertig für jetzt. Hier gab es nichts mehr. Wir könnten jetzt schon in die Altstadt. Das ist quasi das schlagende Herz dieser Weltkarte. Die Weltausstellung, ganz wichtig. Da kommen wir später hin. Gehen wir erstmal an die Universität. Da gibt es jetzt noch nicht irrsinnig viel zu sehen. Nun stehen Sie da nicht so tatenarm herum. Flattern Sie ein wenig. Wir bezahlen Sie schließlich. Da oben steht ja ein Kamerad. Und jetzt den anderen Arm, wenn's genehm ist. Versuchen Sie es einmal mit beiden. Oder mit Beinen. Ich weiß nicht. Irgendwie sieht das nicht richtig aus. So asynchron. Aber ja, im Takt. Bewegen Sie die Arme im Takt. Nur Mut, mein Bester. Sie schaffen das. Mhm. Schon ganz gut, aber Sie müssen schneller werden. Denken Sie immer an die tückische Schwerkraft. Also, schneller. Ja, ja. Ausgezeichnet. Und jetzt fliegen Sie drauf los, guter Mann. Was zögern Sie? Aha. Wir führen hier ein Experiment durch, Herr Offizier. Treten Sie bitte beiseite. Nun aber hinunter mit Ihnen. Und versuchen Sie, sich eine Weile in der Luft zu halten. Hopp, hopp. War ja nicht wahnsinnig lange. Das können Sie als Laie doch gar nicht beurteilen. Außerdem hat er sich schon länger in der Luft gehalten als der letzte. Au. Gut. Das verdient leider noch keinen Darwin Award, denn der Herr lebt noch. War aber trotzdem nur so mittelerfolgreich. Tragische Sache. Hat er nun vom technischen Firlefanz. Oh. Erinnert mich an eine gewisse Szene aus Vampire Stone 2. Mal hören. Weiß er, wo die Universität steht? Fragen Sie doch einmal dem großen Gebäude da. Potzblitz, könnte ja glatt die Universität sein. Also jetzt, da Sie es sagen, glaube ich es auch fast. Donnerwetter, Sie sind ebenso schneidig wie blitzgescheit. Er war ja keine große Hilfe.
habe zum Glück einen ausgeprägten Orientierungssinn. Und er denkt sich seinen Teil, wie wir alle, Markwitz, wie wir alle. Hier gibt es keine Geheimnisse. Und das war's auch schon, denn wenn ich mich recht entsinne, geht es hier nicht weiter. Werde meine Zeit gewiss nicht mit Zivilisten und Drückebergern vergeuden. Diese sehr gesunde Einstellung von Markwitz führt dazu, dass wir erst später rein können. Okay. Gut. Die Weltausstellung sollte wirklich das Letzte sein, was wir angehen, denn da wartet der Plot. Lasst uns, wie mir gerade einfällt, nochmal in die Kaserne zurückgehen, denn wir haben hier einen Mops im Inventar und wir wissen auch, dass Markwitz hier eine Wohnstätte hat. Vielleicht können wir diese beiden Elemente gewinnbringend zusammenführen. Das Duell haben wir auch absolviert, da können wir uns gleich unsere Belohnung holen. Mache auf, Bursche, sein Leutnant ist da. Stets zu Diensten. Was haben Herr Leutnant denn da mitgebracht? Das ist aber ein süßer Hund. Rede er mal keinen Stuss, Bursche. Das Vieh ist hässlich wie die Nacht. Habe mich aber daran gewöhnt. Werde ihn Etzel nennen. Passe mir gut auf den kleinen Etzel auf. Etzel Badge. Es ist schön zu sehen, an was Herr Leutnant alles so seine Freude findet. Vor allem, wenn ich es dann ausbaden muss. Etzelchan. Das gibt ein echtes Gemetzel. Brav, Etzel. Bist ein feiner Hund. Leider ausgesprochen hässlich. Ach, die beiden sind schon süß zusammen. Hachiko war gestern. Der kleine Etzel ist ja eine wahre Freude, Herr Leutnant. Er scheißt in die Ecken mit der Leidenschaft einer ganzen Armee. Ja, ein Prachttier, dass er ihn mir auch gut behandelt. Ein Mops ist ein sensibles Wesen. Ob ich meine Versprecher noch richtig hinbekomme? Vielleicht im Laufe des Let's Plays. Wir schlafen und erholen unsere HP. Das ist ganz wichtig im Leben eines Offiziers. Ihr wisst ja, ständig am Limit. Immer der Gefahr ausgesetzt. Wir haben einen Duellanten besiegt, ihn ins Reich der Schatten verbannt und würden gern unsere Belohnung abholen. Ist die Angelegenheit geregelt worden? Kleinigkeit. Habe nur mit dem Säbel fuchteln müssen und der Hasenfuß ist gelaufen. Ich übe das mit der Lache noch. Erfreulich zu hören. Will mich nicht mit 100 Talern erkenntlich zeigen, guter Markwitz. Danke, die werden wir gebrauchen können. Prost, Kamerad. Ja, ich versuche ja momentan auch mit meiner mangelnden Erfahrung noch nicht zu sehr das Mikro zu übersteuern, deswegen möchte ich natürlich auch noch nicht so laut werden. Aber die Routine wird's bringen. Okay, lasst uns noch ganz kurz in die Altstadt gehen. Wir werden da natürlich nicht fertig werden, aber das ist ja kein Problem für diesen Part. Wunderschöner Brunnen. War in der Erstversion von Die Reise ins All noch nicht da, kam dann hinzu. Wer den Heller nicht ehrt. Hier, Marktplatz. Osten, Oper. Oh, deswegen. Westen, Kirche. Der Schutzmann. Ein Glück, dass ich nicht in den Arbeitervierteln eingesetzt werde. Da geht's zurzeit hoch her. Glaube fast, einen Drückeberger vor mir zu haben. Aber nein, Herr Leutnant. Ich sehe hier meine Pflicht. Und zwar auf das Gewissenhafteste. Will's für ihn hoffen? Ja, die Altstadt ist bereits ein Aspekt von der Reise ins All, der so gut die Gemütlichkeit dieses Spiels ausdrückt. Die Musik ist so beschwingt, aber dennoch nicht aufdringlich. Die kann man sich auch mal eine Stunde anhören. Es ist lebendig, aber nicht zu voll. Wir haben hier solche schönen Details wie diesen wehenden Ast. Wir haben diesen tollen Brunnen, der zum Glück keine nervigen Wassergeräusche von sich gibt. Es ist alles so gemütlich und man kann sich mit der Allreise wirklich zwar jeden Tag hinsetzen, aber besonders an einem verregneten Sonntagnachmittag setzt man sich einfach mit diesem Spiel hin und hat hier wirklich ein gemütliches Erlebnis. Zumindest noch in diesem Teil des Spiels. Es kann ja vielleicht auch mal anders werden, aber
Ich mag diese Map, ich mag die Altstadt in diesem Spiel. Reden wir mal mit diesem Burschen. Bist du ein Indianer, Onkel? Peng, peng! Immer schön Krieg spielen, kleiner Mann. Sehe da eine erfreuliche Entwicklung. Markwitz war seiner Zeit voraus. Trump würde ihn mögen. Ein herrliches Wetter, nicht wahr, Herr Leutnant? Kaiserwetter. Zum Glück gibt es noch die Altstadt. In den Fabrikvierteln vergisst man ganz, welche Bauweise die ursprüngliche ist. So ist es, mein lieber Bürger, so ist es. Aha, blau ist Farbe der Saison. Sagt eigentlich wer? Naja, wird schon ordnungsgemäß von der zuständigen Stelle angeordnet worden sein. Kleine Modekritik von Realtroll, Gesellschaftskritik, alles dabei. Unordnung! Hasse das! Sehr schön. Wir haben die Welt wieder... Nein! Unordnung! Hasse das! Es passiert automatisch. Wir können es nicht verhindern. Nein! Wir sind in einem ewigen Kreislauf von Ordnung und Chaos gefangen. Markwitz Wesen zwingt mich dazu, hier zu bleiben und es immer wieder richtig zu stellen. Ich kann nicht... Furchtbar. Ganz, ganz furchtbar und sehr, sehr schwer, da wegzugehen. Perfide gelöst. Von einem patriotischen Bürgervereine der Heimat als Gabe dargebracht. Hübsch. Ah, die Kamera. Der Fotoapparat. Ein sehr schöner Abschnitt der Altstadt. Traue dem Ding nicht. Kurz einen Schluck aus dem Wunderwasser. Was treibt er hier für wunderliche Possen? Ah, der Herr Leutnant sind an moderner Technik interessiert. Herr Leutnant marschieren ja an der Spitze der Entwicklung. Mein Kompliment. Ja, hat er aber gut bemerkt, Kerl. Wollen Herr Leutnant nicht den neuartigen fotomechanischen Apparat in Aktion erleben? Ich könnte ein Bild des Herrn Leutnant verfertigen. In Minutenbruchteilen verewige ich Herr Leutnant auf einer dieser Platten für gerade einmal 5 Taler. Das wollen wir uns leisten. Will mal den Versuch wagen. Wenn ich dann Herrn Leutnant bitten darf, in Positur zu gehen, am besten nach dort. Wir sind durch den kleinen Jungen durchmarschiert. Ein klitzekleinen Schritt zurück, Herr Leutnant. Sehr schön, jetzt noch etwas nach links. Hervorragend. Nur noch eine Idee nach vorn. Vor. Rechts. Zurück. Ist der Extraziermeister oder Porträtmacher, Kerl? Herr Leutnant, stehen perfekt. Das wird ein Foto. Hoho. Herr Leutnant werden staunen. Achtung. Aber was machen Sie denn da? So posiert man doch nicht für ein Foto. Stehen Sie einfach in Ihrer natürlichen Haltung. Nein. Lächeln Sie, lieber Leutnant. Zeigen Sie der Welt Ihre freundliche Seite. Immer lächeln. Naja, eine Zeitungsberühmtheit wird der nie. So, und jetzt schön stillhalten. Die Belichtung läuft. Und läuft. Streams in a nutshell. Und läuft. Spüre meine rechte Wange nicht mehr. Stillhalten und lächeln, Herr Leutnant. Gleich ist es soweit. Achtung! Wunderbar. Einen Moment. Ich werde die Platte sogleich entwickeln. Wo ist denn mein Natrium? Hyoscyamat? Fertig! Das Porträt der Zukunft. Bitte sehr. Unverschämtheit! Hat er heimlich einen Affen gepinselt, oder was? Meine Güte, die Ohren können Sie abschneiden, dann sehen Sie schon fast aus wie ein... Mund halten! Verbitte mir diese optische Verunglimpfung des stolzen Offizierskorps! Und werde mir seine Visage zu merken wissen, auch ohne Foto. Du erhältst eine Fotografie, vielen Dank dafür. Da werde ich in 10 Jahren sehr drüber lachen.
Guckt mal, wir haben sie hier, eine belichtete Platte des braven Leutnants. Können sie uns immer angucken, wann immer wir Lust drauf haben. Wir machen mal den Vergleich vom Carset unter dem Bild und dem Bild selbst. Nein, es verschwindet automatisch wieder, das ist schade. Ja, aber an und für sich. Es ist natürlich etwas weniger farbig als er. Klar, also da stimmen die Farbtöne nicht ganz. Wir haben unten mehr Gelb und Blau. Aber ansonsten kommt das schon einigermaßen hin. Gute Arbeit. Und Rohrstifter! Lest den fortschrittlichen Anzeiger, Leute. Wissen und Wahrheit. Für einen geradezu lächerlichen Preis. Tintenkleckserei. Geh er mir weg damit. Lasst uns noch die Map fertig machen und dann ist gut. Ha! Wie man es auch bis hier hinten hört, das ist doch nicht zu fassen. So. Gut, ich denke, wir sind mit der Map durch. Wir sind bei 31 Minuten, das sollte reichen. Wir haben einiges geschafft. Ja, es ist der zweite Part, es sind noch viele Versprecher meinerseits dabei. Ich muss noch routinierter werden, was das Let's Playen angeht. Ich hoffe auf das Verständnis, wer auch immer das, von wem auch immer das, wer auch immer das hier sieht, das mit der Grammatik üben wir auch noch. Und ja, bin dennoch dankbar oder gerade wegen den Fehlern dankbar, wegen den Startschwierigkeiten dankbar, dass ihr dabei seid. Immer noch ein tolles Spiel, immer noch unterhaltsam. Bis zum nächsten Mal.